Sinn und Zweck des Lebens. Auch in die privaten Gemächer investiert Katharina. So sorgt sie dafür, dass 1536 die Lutherstube neu hergerichtet wird. Ja, das will Gott uns damit sagen. Viele der Gespräche, die hier geführt werden, sind in den über 3000 Tischreden aufgezeichnet. Hier, an diesem Tisch, findet Weltgeschichte statt. Viele der Gedanken über die Fehler der Kirche und ein neues Verhältnis der Menschen zu Gott gehen von hier aus hinaus ins Land und bewirken Veränderungen. Und Katharina ist dabei. Auch das ist ein Zeichen des Umbruchs, denn dass eine Frau an gelehrten Männerrunden teilnimmt, ist die absolute Ausnahme. Luther hat keine Geheimnisse vor Katharina, auch nicht, wenn es um große Politik geht. Sie ist für ihn nicht nur gleichberechtigte Gesprächspartnerin, sondern auch Übermittlerin wichtiger Nachrichten an die gelehrten Mitstreiter in Wittenberg. Und er betont später, dass sein Werk und das der Reformation nicht so gut gediehen wären, ohne die tüchtige und anteilnehmende Käthe. Ich habe heute eine Blume mitgebracht, den Petersporn. Und das alles leistet sie neben Haushalt, Schwangerschaften und Kindererziehung. Luther gönnt ihr keine Pause. Katharina bekommt in 8 Jahren 6 Kinder, von denen nur 4 überleben. Noch mit 40 Jahren erleidet sie eine Fehlgeburt, an der sie fast stirbt. Die Kinder werden zunächst von Käthe unterrichtet. Dann übernehmen Hauslehrer die Söhne, während die Töchter weiterhin von der Mutter unterwiesen werden. Luther ist viel auf Reisen. Und immer wieder treffen aus der Ferne alarmierende Nachrichten über seinen Gesundheitszustand ein. So macht sich Katharina mehr als einmal bereit, ihrem todkranken Mann entgegenzufahren, um von ihm Abschied zu nehmen. Die Sorge um eine unsichere Zukunft als Witwe ist einer der Gründe, die sie antreiben, den Besitz der Familie ständig zu mehren. Wie sehen die Einnahmen im Hause Luther aus? Mit welchem Geld kann Katharina wirtschaften? Luthers Bezüge wachsen Jahr für Jahr. Zu einem inzwischen üppigen Gehalt von der Universität kommen noch Erträge aus Landwirtschaft und Pension, Naturalien vom Kurfürsten, Zinserträge, Geschenke. Während ein Handwerker mit 20 Gulden im Jahr auskommen muss, belaufen sich die Einkünfte der Luthers auf ca. 800 Gulden jährlich. Das ist viel, sehr viel Geld. Aber beachtlich sind auch die Kosten, die sich allein für die Pension auf über 500 Gulden belaufen. Dazu kommen Löhne für Gesinde, Bauarbeiten und Grundstückskäufe. Ein großes Unternehmen mit enormen Umsätzen. Luther wundert sich, wie das Ganze funktioniert. Mein Haushalt ist sehr merkwürdig, weil ich mehr verzehre, als ich einnehme. Aber unser Herrgott muss der Narren Vormund sein. Und doch habe ich von meinem Einkommen und Geschenken viel gebaut, gekauft und einen großen Haushalt geführt. Dass es als ein wunderbarer Segen scheint, dass alles erschwinglich war. Ich. Dabei ist die handelnde Person Katharina. Alles, was von Luther kommt, sind Einverständnis und Unterschrift. Dazu kommt seine allseits bekannte Großzügigkeit. Er ist oft spendabler, als es Katharina lieb ist. Gott, ernähren Sie doch. In dieser Steuererklärung hat er die Gesamtausgaben für 2 Jahre nach den Angaben von Katharina aufgelistet. Hat Katharina aus dem Bettelmönch einen Mann gemacht, der nun Luxus und Komfort schätzt? Im Hause Luther gibt es oft Fleisch und Fisch, auf den meisten Tischen in Wittenberg eine Rarität. Die Familie besitzt inzwischen auch eine große Badestube und eine komfortable Latrine, eine Seltenheit in Bürgerhäusern. In einigen Räumen existieren sogar Zimmerbrunnen zum Reinigen der Hände. 1540 schenkt Katharina dem Gatten ein teures Portal aus Sandstein, das heute noch den Eingang des Lutherhauses ziert.
Man zeigt seinen Wohlstand auch nach außen. Aber die glücklichen Zeiten sind rar, denn es gibt eine Geißel in Europa, die auch Wittenberg mehrfach heimsucht, die Pest. Luther, starrsinnig und auf Gott bauend, ist nicht bereit, die Stadt zu räumen. So wird das Schwarze Kloster zum Hospital, in dem Katharina und eine ehemalige Siechenmeisterin und Mitschwester Kranke pflegen und versorgen. Katharina, die viel über Heilkräuter weiß, versucht auch Luther und den Kindern zu helfen, Krankheit und Pein zu mildern. Als 1542 Tochter Magdalena schwer erkrankt, reichen Katharinas Heilkünste nicht aus. Hilflos muss sie mit ansehen, wie die Tochter, die sie trotz ihrer Fähigkeiten nicht retten kann, in ihren Armen stirbt. Der Tod der 12-jährigen Magdalena trifft beide Eheleute schwer. Luther klagt und prophezeit eine düstere Zukunft. Ich bin ja fröhlich, im Geiste, aber nach dem Fleisch bin ich sehr traurig. Ich wollte, dass ich und ihr alle gen Himmel fahren, denn es werden böse Zeiten danach folgen. Dieses Bild ist das letzte Porträt Luthers, das zu seinen Lebzeiten entsteht. Als er im Jahr 1546 eine Reise nach Eisleben antritt, deutet nichts darauf hin, dass Katharina ihn nicht mehr wiedersehen wird. Doch dieses Mal bewahrheiten sich seine Todesahnungen. Als sie seinen letzten Brief bekommt, ist Luther schon tot. Er stirbt in der Nacht zum 18. Februar an Herzversagen. Am Morgen des nächsten Tages überbringen Freunde der 46-jährigen Katharina die Todesnachricht. Drei Tage später trifft der Trauerzug in Wittenberg ein. In keiner der Leichenpredigten wird Katharina als Gattin und Unterstützerin des Reformators erwähnt. Das Schwarze Kloster und die Residenz tragen Trauer. Und der Kurfürst stellt die Witwe unter seinen Schutz. Er lässt ihr 100 Gulden zukommen, damit sie die laufenden Kosten decken kann. Mit einem Schlag hat sich ihre Situation verändert. Sie ist nicht mehr kreditwürdig, Händler liefern nicht mehr, weil sie fürchten, nicht bezahlt zu werden. Nun steht sie ganz allein da. In ihrem einzigen überlieferten privaten Brief schreibt sie an ihre Schwägerin. Wer wollt nicht betrübt und bekümmert sein um einen solchen teuren Mann, als mein lieber Herr gewesen ist, der nicht allein der Stadt oder nur einem einzigen Land, sondern der ganzen Welt viel gedient hat. Mein Herzeleid ist so groß, dass ich es keinem Menschen sagen kann. Ich kann weder essen noch trinken, auch dazu nicht schlafen. Um Katharina abzusichern, hat Luther ein umfassendes Testament verfasst. Darin setzt er sie als Alleinerbin für alle seine Besitztümer ein. Eine ungewöhnliche Geste in der damaligen Zeit. Luther setzt Katharina nicht nur zur Universalerbin ein, sondern will, dass sie auch der Vormund der Kinder wird. Ein absoluter Verstoß gegen Gesetz und Tradition und eine enorme Aufwertung seiner Ehefrau. Sie darf das Erbe unter der Kontrolle von Treuhändern antreten und kann die Kinder bei sich behalten. Doch das Gesetz so sehr zu verbiegen, dass sie auch der Vormund ihrer Kinder werden kann, ist selbst dem Kurfürsten nicht möglich. Schon ein halbes Jahr nach Luthers Tod, im Herbst 1546, bedrohen die katholischen kaiserlichen Truppen Wittenberg.
Als Witwe des Reformators muss sie die Rache des Kaisers fürchten. Sie beschließt, sich und die Kinder vor den katholischen Soldaten in Sicherheit zu bringen. Sie irrt umher, kehrt zurück und muss erneut fliehen. Nachdem auch Magdeburg, wo sie sich länger aufhält, bedroht ist, versucht sie, an den Hof des dänischen Königs zu gelangen. Da beruhigt sich die Lage und sie kehrt nach Monaten wieder nach Wittenberg zurück. Ställe, Felder und Gärten sind leer und verwüstet. Nur das Kloster ist unversehrt. Katharina steht nahezu vor dem Nichts, schreibt überall hin Bettelbriefe, schlägt sich die nächsten Jahre mit Spenden und fremder Hilfe durch. Im Sommer 1552 bricht in Wittenberg wieder die Pest aus. Diesmal beschließt sie, vor der Seuche nach Torgau zu fliehen. Bei dieser letzten Flucht, sie lenkt das Fuhrwerk selbst, auf dem sie Habe und Kinder verstaut hat, erleidet sie bei einer Havarie einen furchtbaren Unfall. Mit schweren Verletzungen wird sie nach Torgau gebracht. Noch 2 Monate ringt die 53-Jährige dort unter furchtbaren Schmerzen mit dem Tod. Kurz vor Weihnachten 1552 stirbt sie in diesem Haus. Ein erfülltes Leben geht zu Ende. Dass der Teufel meiner nicht habhaft werden konnte, ist wohl allein meiner Käthe zu verdanken. So beschreibt Luther ihre Verdienste. Doch all das wird in ihrer Grabrede mit keinem Wort gewürdigt. Erwähnt wird ihre Frömmigkeit und ihre harte Zeit nach Luthers Tod. Immerhin, sie wird in der Torgauer Marienkirche beigesetzt, wo sonst nur Mitglieder der Fürstenfamilie begraben werden. Ein langer Weg von der mittellosen, flüchtigen Nonne zu der selbstbewussten und mächtigen Partnerin des großen Reformators, der Weltgeschichte schrieb.